So, ihr Lieben, ich mache nochmal ein Video für euch heute. Und zwar möchte ich euch mal die Dip-Do-Technik zeigen. Also ich weiß nicht, ob ich die erfunden habe oder jemand anders, wahrscheinlich auch jemand anders. Ist aber prinzipiell egal. Was ihr braucht, ist definitiv ein Glitzer. Irgendeins, was ihr habt. Am besten ist es immer, wenn der Topf noch relativ voll ist. Fragt mich jetzt nicht, woher das kommt. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das irgendwo in meinem Set gekauft. Wenn ihr ein relativ volles Glitzer habt, weil das nämlich quasi, ihr tunkt den Nagel da rein und da muss es dann relativ viel Masse sein. So, ihr könnt es machen mit einem Nagel. Ich habe jetzt hier einen French-Nagel, aber prinzipiell ist ein Naturnagel natürlich am besten. Beziehungsweise ihr könnt einen Nagel modellieren einfach mit... jetzt kribbelt es mit meiner Nase. Na toll, immer wenn das nicht soll. Ihr könnt den Nagel modellieren mit French, ohne French. Wenn die Kundin sagt, nach 2 Wochen habe ich keinen Bock mehr auf Full Color, dann kommt ihr halt wieder und ihr fallt das Glitzer runter. Und ich mache es jetzt hier, weil ich diesen Nagel jetzt gerade einfach hier habe. Und ja, ihr könnt auch ein... von mir aus könnt ihr auch ein Farbgel drunter machen. Irgendwas, das ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist, dass der Übergang hier hinten schön flach gefeilt ist, dass ihr die Form auch ein bisschen schmaler gemacht habt, damit ihr den Glitzer nachher an den Seiten nicht abfeilt. So, wenn ihr das ganze Gedöns dann fertig gebuffert und gefeilt habt und so weiter und so fort, dann könnt ihr nochmal hier einmal anrauen. Ich habe das jetzt gemacht und es hält tatsächlich wunderbar, man glaubt es kaum. Es gibt ja doch immer Kunden, die sagen, ja, ich möchte vielleicht auch Full-Color-Glitzer. Dann ist man entweder, muss man dann Acryl nehmen, was dann fertig ist, oder man ist gezwungen, sich ein Gel zu suchen, was viel Glitzer enthält. Oder man muss halt tunken, aber Full-Color-Tunken habe ich jetzt persönlich noch nicht so oft gesehen, deswegen zeige ich euch das jetzt. Also, ihr habt den Nagel fertig. Ihr nehmt am besten so ein Base and Top für... Shellack oder für Soak-Off oder irgendwas in der Richtung, was ihr mit dem Pinsel gut arbeiten könnt. Da wäre es cool, wenn ihr einen habt, den ihr schon ein bisschen öfter benutzt habt und einen, den ihr so ein bisschen für Besseres habt, weil sich garantiert einige Glitzerpartikel auch in die Flasche dann verirren werden. Dann macht ihr das so, wie ich das jetzt gemacht habe, relativ dünn, aber trotzdem relativ satt. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Dann nehmt ihr den Nagel und geht einmal komplett in die Kiste rein. Wenn es nicht reicht, da oben, dann müsst ihr ein bisschen Glitzer opfern und das oben drüber streuen. Ja? So, dann wird es einmal ordentlich abgeklopft. Das sieht schon geil aus, ne? Schon schick. So, und dann gebt ihr damit bitte einmal komplett 2 Minuten in die Lampe. Ich muss einmal komplett aushärten. Ich versuche mal, wie das jetzt möchte. Ja, so. Kann ich euch nebenbei noch was anderes erzählen? Ja. Beim Tunken ist es immer ganz wichtig, dass ihr den Untergrund relativ satt mit eurem Gel bestreicht. Also ich habe jetzt in dem Fall, falls es jemand wissen möchte, ich habe jetzt hier den genommen, Magnetic Gel Polish Base on Top, weil ich keine anderen habe. Ihr könnt es auch mit dem Haftgel versuchen, nur bei Haftgel ist es manchmal so, habe ich festgestellt, dass sich das so ein bisschen zurückzieht. Ich würde es immer mit einem Dünnviskosengel machen, was halt wirklich auch so Tropfqualitäten hat wie hier. Na, das ist immer so schön tropft wie Nagellack. Das wäre super. Den braucht ihr gleich nochmal. Und zwar wird nach dieser Aktion ist es dann so, dass ihr, wenn ihr 2 Minuten ausgehärtet habt, 2 Minutes, dass ihr dann nochmal drüber geht, das nochmal härtet und dann noch ein letztes Mal drüber geht und nochmal härtet. Dann wird gefeilt und dann könnt ihr es entversiegeln. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon gereicht hat. Ich gucke mal, was Püppi meint. So. Und dann nehmt ihr eine weiche Bürste in dem Fall, sowas hier. Und ganz vorsichtig, oh ja, das reicht schon, ganz vorsichtig abbürsten. Von vorne und von unten und so. Dann nehmt ihr wieder euren Code hier. Und geht da wirklich am besten den Finger wirklich ein bisschen runterhalten. Das ist wichtig, damit es euch nicht nach hinten wegläuft. Da ist ja doch schon recht flüssig. Und dann walkt ihr das so ein bisschen ein. Also quasi Glitzer, wie soll ich das nennen? Ich habe heute Wortfindungsschwierigkeiten. Den Glitzer ein bisschen anbappen. Das ist ein gutes Wort, anbappen. Dann vergesst zwischendurch nicht, euren Pinsel mal einmal sauber zu machen, wenn ihr damit wieder in euer Dings da müsst. So, das Ganze wandert jetzt nochmal ab in die Lampe. Püppi, komm her. Lieb sein.
Ich mache das jetzt halt wieder auch nur ein paar Sekunden. So, und dann geht ihr noch ein drittes Mal drüber mit eurem, ne? Also hier, 3 times. For our English speaking friends out there, hello and welcome. If I remind myself of it, I can sometimes try to talk a little bit in English. My last English lesson is 10 years ago. So please forgive me if there are any mistakes in grammar or word pronouncing. Thank you. So you need a glitter and a modeled nail and a base and top coat, UV gel. You need a UV lamp and a client that wants this design. So, step 2 is doing the top coat over the glitter and then into the lamp. Step 3 is try it again. Do this again, take some UV gel, put it over the nail, and then again put it into the lamp for 2 minutes. If you've done this, so I don't do this here with 2 minutes because it takes too long for the video. At home, please, every coat 2 minutes. Very important. So, and then, ihr lieben Deutschen da draußen, in German, nach dem dritten Mal nehmt ihr eure Feile und eure Staubbürste. So you need a file and a brush. And then you shape the nail. Also ihr feilt den Nagel in Form. Jetzt muss ich nochmal anmachen. Einen Moment. You shape the nail into the correct form. And then you use your usual top coat to finish the nail. Also ihr nutzt euren normalen top coat, um den Nagel fertig zu machen. Ihr könnt natürlich auch wieder, so you can also take this base and top you used for fixing the glitter. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt, prinzipiell. Das, was ihr sonst auch nutzt. So, I have to wait on my pippy, on my hand here. It's still in the lamp. So, waiting. Maybe some elevator music. So, I hope it has been enough time in the lamp. So, this is the nail. You have to clean it. Ihr cleanert den Nagel. Ganz normal hier einmal abcleanern. And then you bring it into shape. So it might be a little bit loud because my dust cleaner is in the desk. So, you give the nail a shape. Ihr lieben Deutschen dort draußen, ne? Ihr feilt das so, wie es sein muss. Maybe square form or almond or business or stiletto or whatever. So please pay attention to the grit of the file. Also achtet bitte auf die Gritzahl. Ich habe jetzt hier eine abgenudelte 100er. It's almost 180 grit. Also 180 grit ungefähr, weil sonst zerstört ihr den Glitter wieder, weil der sehr dünn drauf ist. If you take a 100 grit, it may be that you file away the glitter because it is not so thick on the nail. So, in the back part, please be very careful not to file your client. Oops. So, take a brush. Sometimes, if anybody knows this file, it's wooden file, very thin, so you can correct the nail at the cuticular area. Also ihr könnt eine ganz dünne Holzfeile nehmen, um den Nagel hinten quasi, falls da irgendwelches Glitter sich in die Nagelhaut verirrt hat, abzufeilen. Pay attention on the thickness. Have a look into the nail from front. Also guckt von vorne nochmal rein, ob das alles dünn genug ist. You can also use your your e-file
Jetzt muss ich gerade mal überlegen, was elektrische Pfeile auf Englisch heißt. Electric file, so e-file. You can also use your e-file, but please be very careful. So, if you finish this, you can take your top coat, have a look into the nail from the front. So, maybe I take my e-file just to clean the nail from underneath. So, and then we finished. And then, wenn ihr fertig gefeilt habt, so please, I hope you understand everything I tell here. I try to do it in German and in English at the same time. It's not so easy for me. So, take your top coat. If you do this with gel, please be careful to use top coat without inhibition. It doesn't stick, non-sticky. If you use non-sticky top coat, please be careful of what the clients do with their nails, because it might break. Also, wenn ihr Topcoat nehmt, der keine Schwitzschicht hat, passt halt auf, dass ihr, je nachdem, was eure Kunden machen, einen anderen nehmt, sonst könnte es sein, dass es bricht. So, the nail is finished. This is our Glitter Dip Do Nail Technique with base and top coat of any firm and glitter. So, you have to do this into the lamp for 2 minutes. My video is now ending. I just wanted to say thank you for traveling with Deutsche Bahn. No. Okay. Thanks for all visitors and viewers, and I hope you see, I hope you will look at some other videos I did. Yeah, hope to see you at the next time. Bye bye.